Hier muss ich irgendwo hin. Das ist der Zug. Ey. Und da haben wir Fahrschutz und Sicherheitsbereich. Das heißt, ich musste hier irgendwo vorbeikommen. Die Frage ist nur, wie? Müssen wir dafür vielleicht doch wieder nach oben? Immer dieses Hin und Her und auf der Suche nach dem Weg und so, es ist doch furchtbar. Ach ja. Aber wenigstens haben die jetzt atmosphärische, musikalische Untermalung. Wenigstens etwas hier. So, und wenn wir jetzt hier durchgehen, sind wir jetzt hier. Da drüben haben wir... Was ist denn das hier? Wo geht's denn da hin? Wachunterkünfte. Aber zum Wachunterkünften will ich, glaube ich, gar nicht. Dann geht's in die Sicherheit. Fahrstuhl zum Sicherheitslabor. Gucken wir doch mal da. Falls wir da überhaupt durchkommen. Mal gucken, Achtung, was haben wir hier? Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Oh nee, den Sicherheitsdienst. Eine Angriffsdrohne. Hier, am Sicherheitsdienst. Und sind hier die Kippen ausgegangen. Oh. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Nee. Was ist mit dir? Geht's auch nettlicher? Nettlicher vor allem. Gelassen. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Und was ist Ihre Arbeit? Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Okay, und was studieren Sie? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Und jetzt nochmal auf Deutsch. Das war mir ein bisschen zu technisch. Ich bin sehr gut darin, vererbte Variationen in genetischen Sequenzen aufzuspüren. Sicherlich wäre Ihnen das viel zu langweilig. Okay, private Fragen. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aurais. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Warum so rüde? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit sie endlich verschwinden? Okay, ich gehe ja schon. Sie will anscheinend nicht mehr essen gehen. Weiter meditieren. So, allein kommen wir mal wieder nicht lang. Was ist mit dir hier? Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Was wissen Sie über die Venezia? Ich wurde geschickt, um eine Asari-Materialchen zu finden. Überrascht. Ich sage, dass kürzlich eine hier war. Verstohlen. Gerüchte besagen, sie sei zum Sicherheitslabor gegangen. Ja, da will ich hin. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Was gibt's denn zu verkaufen? Angesichts der Situation sollten Sie Ihre Sachen lieber kostenlos zu Verteidigungszwecken abtreten. Deutlich. Ich möchte betonen, dass ich Captain Ventralis aus freien Stücken Ausrüstung gebe. Delikaterweise. Sie werden nicht bezahlt, uns zu schützen. Aber dann zeigen Sie mir was an. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Ja, aber wir nehmen natürlich, was wir haben hier, ne? Was haben wir denn hier? Jetzt können wir endlich mal Geld ausgeben. Nehmen wir mal für den Mensch hier irgendwas hier. So rüstungsmäßig ist das, glaube ich. Mit kaufen, danke. Und Turianer haben wir im Moment nicht dabei. Was ist das? Lizenz, Ausrüstung produziert auf den. Ich weiß ja nicht, ob ich das brauche, deswegen lasse ich das mal. Dann Inventar. Wir haben das Limit von 150 in hier auf den. Okay. Nein, nicht auf Universalgerät reduzieren. Munitionsupgrade, Rüstungsupgrade.
Was kann ich denn jetzt hier mitnehmen und was nicht? Das kann ich in Universalgel umwandeln. Okay. Dann machen wir mal Munitionsupgrade. Dann hier von der Rüstung wollte ich jetzt erstmal nichts umdingsen, weil ich halt nicht weiß, wieso, weshalb, warum und so. Und dann müssen wir auch nochmal Sachen verkaufen. Wäre nicht verkehrt. Können jetzt alles nehmen, Gott sei Dank. Wo haben wir denn hier die Rüstung? Da haben wir was. Schwer. Ich halte mir aus und hab so eine bescheuerte Rüstung. Wollte mich verarschen. Jetzt sehe ich aus wie die Tuse hier. Aber naja, sowas passiert halt. Sieht zwar ein bisschen schwul aus, aber pff, okay. So, dann du da. Erleichtert. Ich stelle fest, dass es Ihnen gut geht. Ja, ja, nicht labern. Ich würde auch nur verkaufen. Ich würde verkaufen ziemlich alles, was ich hier habe. Munitionsupgrade, Rüstungupgrade behalten wir erstmal noch. Da können wir vielleicht noch irgendwem anders hier eine Rüstung anlegen. Aber erstmal hier verkaufen. Bio-Verstärker können wir Dingens geben. Das sind eigentlich nur normale Rüstungsupgrades hier. Ich verwende auch diese ganzen Zusatzdinger nicht. Wahrscheinlich werden dann die Gegner im Moment einfach nur purer One-Hit oder sowas. Und das muss ja auch nicht sein. Ach du Kacke, habe ich so viele Sachen. Warte mal, dann machen wir mal zuerst Ausrüstung. Die Liara hier hat bestimmt irgendwas. Nein? Was ist mit dem hier Ding? Das macht sich etwas besser. Und dann die Itali. Hat so ein bisschen was. Ist zwar jetzt nicht viel, aber wenigstens etwas. So, und dann jetzt wieder verkaufen. Nein. Inständig. So. Ich hoffe, dass es so sein wird. Erleichtert. Ich stelle fest, dass so, es jetzt aber geht. Lassen Sie. Verkaufen. Alles verkaufen. Alles. Einfach nur pures Doppelklicken hier und dann gucken, wie viel Geld bei rumkommt. Wahrscheinlich nicht so viel, aber hey. Und dann sollte ich wahrscheinlich öfter mal auf Inventar eingehen und Sachen verbessern und sowas. Wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt. Und würde uns eventuell auch weiterhelfen. Mal gucken. So, es sagt mir jetzt immer noch nicht, wie ich jetzt da weiterkomme zum Sicherheitslabor. Wahrscheinlich sollte ich mal im Journal kurz nachgucken. Oh, das kriege ich halt auch noch hin, ne? 3 Stunden später hier. Ich krieg gleich schon einen Krampf in der Finger hier vom ewigen Doppelklicken hier. Warte mal. Ja, es geht schon besser. Ja, wir haben es gleich. Und jede Menge Kohle haben wir auch, das ist schon mal schön. So, und endlich wieder Inventarplatz. So, Ich wollte Journal. Noveria Riftstation. Versiegelten Labore. Sie haben einen versiegelten Laborbereich in der Riftstation entdeckt. Sie können dort mit Gewalt eindringen oder einen diskreteren Weg finden. Gewalt. Hier haben wir die Krankenstation. Gucken wir doch mal da ganz kurz rein, ob uns da irgendwer einen Pass geben kann oder sowas. Weil man muss ja nicht immer Gewalt anwenden. Halte durch. Was? So, du da. Was wollen Sie? Was stimmt mit Ihnen nicht? Wurden Sie von den Aliens angegriffen? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Aber Sie wollen es. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira?
die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Ja. Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Ich habe sie repariert. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Ich brauche mehr Infos. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich muss die Details wissen. Was Sie mir erzählen, wird diesen Raum nicht verlassen. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passten sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Toros B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Glauben Sie, dass diese Unterscheidung die Sache ethischer macht? Militär, Regierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Sie haben kein Heilmittel? Sie haben das erschaffen, können es aber nicht heilen? Macht ihr Leute euch keine Notizen? Unsere oberste Priorität war, dass es funktionierte. Wir waren kurz davor, ein Gegenmittel zu finden, als Mira offline ging. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Ich muss in den Servicebereich. Ich brauche Zugang zum Servicebereich. Das denke ich mir. Es ist nicht gestattet, aber da ist auch nichts mehr. Wenn Sie diese Männer retten, erledige ich das für Sie. Mal sehen, was ich tun kann. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Gut. Ja, sonst habe ich ja nichts mehr. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Gut, dann schauen wir nochmal auf den Dingens hier. Was haben wir jetzt hier? Quarantäne? Mit Ventralis sprechen. Ich habe zwischendurch nicht mehr gekriegt, mit wem wir reden sollen. Deswegen habe ich da nochmal geguckt. Aber okay. Ventralis. Wer war denn jetzt Ventralis? So viele Namen hier immer. Furchtbar. Nein! Ich will da gar nicht auf diesen Namen an sich klicken. Ah, Ventralis war der Typ hier hinten. Okay. Das kriege ich hin. So, und wenn ich jetzt die Zugangskarte bekommen sollte oder sowas, dann kann ich auch hier vernünftig nach der Benesia suchen. So, du da. Brauchen Sie etwas? Ich möchte Dr. Cohen helfen. Ich habe von dem Ärger im Quarantänelabor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren. Es ist nicht ansteckend. Cohen sagt, es bestehe keine Ansteckungsgefahr. Okay, okay. Wenn Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, Sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, Sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter Ihnen wieder schließen. Er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er Sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben Sie da drinnen. Das ist nur fair. Hört nach vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen an. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. Wir sind in einem Videospiel, das wird schon. Ich habe noch zu tun. Das habe ich auch. Nein, wirklich. So, warum? Oh. Bin ich auf einmal auf der anderen Seite von ihm gewesen. Wieso, weshalb, warum auch immer. Na gut, aber wir kommen jetzt wenigstens ein bisschen weiter. Ist ja schon mal etwas.